Freunde und willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind dabei, zur Festung Neugrad zu gehen und uns dort mit unseren Verbündeten zu treffen, um die Festung einzunehmen. Ob das klappt oder ob das wieder so ein Reinfall wie bei Weißlauf wird, das werden wir noch sehen. Zumindest habe ich diesmal vor, mich nicht heimlich zu verdrücken mit der scheinheiligen Ausrede, mir neue Heiltränke zu besorgen. Naja, zumindest es war keine Ausrede. Das war schon nicht so geplant, wenn ich das mal so sagen darf. Hier liegt noch was, sehe ich gerade. Gut, aber bevor wir jetzt losgehen, machen wir wie immer folgendes. Wir schauen erstmal auf die Karte. Da ist Festung Neugrad, hier sind wir und dort vorne sollen wir unsere Männer treffen. Das heißt, wir sollten jetzt einfach nur hier geradeaus laufen, nehme ich mal an. Und zwar hier hoch. Machen wir das doch einfach mal und ich renne auch nicht. Ich benutze jetzt auch keinen Zauber oder so, um schneller vorwärts zu kommen. Wir genießen einfach mal diese schöne Aussicht hier. Einmal mehr in Skyrim. So, jetzt stehen wir hier vor einer Wegkreuzung. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo wir hin müssen. Rechts oder links, das ist hier die Frage. So, ich schaue nochmal. Ah, wir müssen nach rechts. Also diesen Weg. Die Musik ist schon leicht dramatisch. Ich nehme das Ganze jetzt übrigens das zweite Mal auf. Das heißt, ich weiß schon so ungefähr, was passiert. Da vorne ist jemand gelaufen. Können wir gleich mal hinterherlaufen. Weil ich meine erste Aufnahme, und jetzt könnt ihr denken, ich bin bescheuert, ich bin wahrscheinlich auch bescheuert, verloren habe. Das heißt, sie ist irgendwo auf meiner Festplatte. Ich finde sie nicht mehr. Und wahrscheinlich habe ich sie in meinem Wahn, die Festplatte aufzuräumen, gelöscht. Naja, was soll ich jetzt anderes machen, als die Folge nochmal neu aufzunehmen? Zumindest ist es ja bei diesem Spiel kein Problem, da ich ja immer wieder die Abspeicherung habe und praktisch zurückspulen kann. Da vorne ist jemand. Freund oder Feind, das ist hier die Frage. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall wird es so langsam, aber sicher wieder kälter. Wir befinden uns so langsam, aber sicher wieder mitten in einem Schneesturm. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den richtigen Weg gegangen sind. Ich gehe einfach mal gucken, was hier unten ist. Da vorne ist doch was. Nochmal auf die Karte schauen. Exakt. Willkommen zur Festung Neugrad. So, wo sind jetzt meine Männer? Der Pfeil auf meiner Karte oben, auf meiner Anzeige, leuchtet direkt hier gerade aus. Ich sehe aber gar nichts. Ah, die haben sich da versteckt. Alles klar. Na, Leute? Ihr seht angespannt aus. Haltet die Augen. Sowas. Zieh mal an. Wie ist es euch ergangen? Oh, mir geht's ganz gut. Und euch? Das höre ich gern. Das muss unbedingt gut gehen. Das ist mein erstes echtes Kommando nach meiner Beförderung nach Weißlauf. Wisst ihr, in manchen Nächten sehe ich den Kampf mit geschlossenen Augen vor mir toben, als wäre ich immer noch dort. Werdet ihr von den Männern heimgesucht, die ihr getötet habt? Ich ja. Eher selten, nur wenn ich Dead Island spiele. Nur wilde Tiere töten vollkommen gefühllos. Ihr werdet wohl recht haben. Es heißt, es würde leichter werden. Ich bin gar nicht sicher, ob das gut ist. Aber lassen wir das. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. So, komm zur Sache, mein Freund. Wir haben eine Höhle unter dem See entdeckt. Wenn wir Glück haben, führt sie in das Gefängnis. Ihr müsst dort hineinschleichen, unsere Männer befreien und alle anderen darin töten. Sobald die Gefangenen gerettet sind, geht hinaus auf den Hof. Wir stehen hier draußen Wache. Sobald wir Kampfgeräusche hören, kommen wir hereingestürmt. Hört sich spaßig an. Der rief die Männer in der Nähe von Festung Neugrad abgeschlossen. Schleiche in die Festung. Na, da bin ich doch dabei. Wartet lieber bis zum Einbruch der Nacht, bis ihr euch hineinzuschleichen versucht. Talos schütze euch. Bei den Neuen, ich hasse das Warten, dieses verdammte Warten. Ich muss zugeben, das macht mehr Spaß, als ich dachte. So, und wenn ich jetzt hier bis zur nächsten Nacht warten soll, dann würde ich euch empfehlen, nehmt doch einfach mal eine angenehmere Sitzposition ein. Das tut doch weh in den Beinen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Uhr wir haben. Schauen wir doch einfach mal. Wir haben 2 Uhr Mittag, das heißt, es ist noch nicht mal Kaffeezeit. Wir müssen jetzt warten, oder wir sollen warten bis zur Nacht. Und zwar soll dort eine Höhle sein. Irgendwo unter einem See oder in einem See. Das wird sich noch herausstellen. So, ich zoome mal ein bisschen ran. Wir sehen nämlich hier die Festung
Neugrad, ja, schleiche dich in die Festung. Und hier, da ist ein See hinter dieser Festung. Und da soll irgendwo der Eingang sein. Und das Ganze sollte nachts passieren. Wenn ich mir jetzt mal hier so ein bisschen umschaue, dann können wir kaum drum herum gehen, außer halt hier diesen Weg runter. Und ich gehe auch davon aus, dass man uns da sofort sehen wird. Ich sehe zwar jetzt noch keinen hier. Ja, man kann auch schlecht da hinsehen. Mal abgesehen, dass ich hier vom Felsen runterrutsche. Man kann da nicht wirklich hinsehen. Ich stelle mich mal hier in die Ecke. So, aber da sehe ich keinen. Sieht alles sehr ruhig aus. Sieht aus, als wäre da überhaupt keiner zu Hause. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. So, das heißt, ich gehe nochmal hier weg. Da war was zum Einsammeln. Und wir warten jetzt mal, bis es Nacht ist. So, wie es der Meister befohlen hat. Gut, lass uns mal rechnen. 2 Uhr. Dann nehmen wir doch mal 8 Stunden. Möglicherweise langt das schon. So, der Nachmittag beginnt. Der Abend beginnt. Und die Nacht bricht herein. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass es so richtig Nacht ist. Wir haben zwar jetzt 10 Uhr abends, beziehungsweise es ist schon 10:30 Uhr. Aber wir warten noch mal ein bisschen länger. So, es ist Mitternacht. Es ist allerdings erstaunlich hell für Mitternacht. Um genau zu sein, ist es sogar schon Mitternacht durch. So, ich gehe mal in meine Schleichposition. Möglicherweise ist es auch Vollmond und man kann mich deshalb sehen. Wer weiß. So, ich sehe aber niemanden hier. So, hier schön entlang. Versteckt, entdeckt. So, hier bin ich versteckt, ich sehe aber niemanden. Und wir sind schon wieder versteckt. Ja, ich gehe hier mal ganz außen lang. Immer an der Hoffnung, dass uns da niemand sieht. Das heißt, ich sehe momentan niemanden. Was aber nicht heißen muss, dass es hier niemanden gibt. So, hier sollten wir relativ sicher sein. Ich gucke ihm mal so um den Baum rum. Nicht, dass wir genau jemanden in die Arme laufen. Na toll, wir sind entdeckt worden. Das ist ja ganz toll. Befreie die Gefangenen, erobere die Festung. Wir sind entdeckt worden. Ich habe keine Ahnung von wem. Wir sehen nur da vorne auf meiner Anzeige, dass da irgendwo ein Feind sein muss. Ich ziehe meine Axt und ich glaube, es geht los. Da vorne ist nämlich jemand. Komm her. Ja, und hör auf, mit einem bescheuerten Pfeilen zu schießen. Du bist schlecht. Und ich bin stark. So. Der Plan, da versteckt reinzukommen, ist zumindest schon mal gescheitert. Das sind meine Jungs. Und ich werde meinen Jungs einfach mal folgen. So, da ist der Eingang. Und wir checken mal die Lage da drin. So, ich höre schon jemanden. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. So, nächster bitte. So, da ist sogar noch ein Pferd, falls wir eins brauchen. Sehr schön. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss zum Kerker, ne? Zum Gefängnis. Gnade. Nix Gnade. Keine Gnade. So, ich glaube, das geht ein bisschen einfacher wie Weißlauf, zumindest bis jetzt. Gut, ich muss zum Gefängnis. Das Gefängnis ist da vorne, wenn ich mich nicht irre. Genau. Entschuldigung. So, wir gehen einfach mal rein. Mal gucken, ob es da drin jetzt schwieriger wird. Das momentan, das draußen, das ging ja alles noch. Also in Weißlauf hatte ich ja mehrmals Offscreen gespielt und das war schon eine andere Hausnummer. Okay, da ist jemand. Jemand muss mir helfen. Ich höre jemanden. Sind das Gefangene? Da unten leuchten lauter Pfeile. Es könnten tatsächlich Gefangene sein. Oh, da ist noch jemand. Ja, stirb. Wir sind stark geworden. So, Kerkerschlüssel von Festung Neugrad.
Sonst noch was dabei. Steht 10 Stahlpfeile, die können wir noch mitnehmen. Gut, und was hat der dabei? Nochmal ein Kerkerschlüssel. Mhm. Nochmal Stahlpfeile und den Rest kann er behalten. So, hier vorne ist noch mehr Heiltränke. Jawohl, das ist cool. Ein Pügeleisen. Nee, danke, brauchen wir jetzt nicht unbedingt hier im Kampf. Vielleicht später, das könnte ich der guten Nadja oder mir ist Lydia mitbringen. Aber wir brauchen das jetzt nicht unbedingt. So, hier. Ich gucke nochmal. Nicht, dass da irgendwo noch Heiltränke sind oder so. Und wir lassen die liegen. Das wäre nicht so schön. Ah, der Kerker. Nichts schnell. Hier gibt es erst nochmal Heiltränke. Sehr schön. Eine Truhe. Gold und nochmal Stahlpfeile. Und da haben wir nochmal einen Kerkerschlüssel. Und damit machen wir jetzt die Türen auf. Der Wachthaus hat den Schlüssel. Bitteschön. Holt mich hier raus. So, noch eine Tür. Zeigen wir es diesen Dreckskerlen. So, befreie die Gefangenen ist abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, wo die Jungs hinrennen. Nimm wieder Hasenfleisch. Ich kann's schon nicht mehr riechen. Ja, bleib locker. Ich will nochmal da runtergehen und gucken, was da abgeht. Okay, auch lauter Regal. Da hinten ist noch ein Weg. Wo geht's denn hier lang? Ah, hier ist Wasser. Ah, ich verstehe. Ich weiß zwar nicht wo, aber irgendwo hier wären wir wahrscheinlich reingekommen, wenn wir da hinten durch den See gekommen wären. Keine Ahnung, wir können ja mal gucken, ob wir da was finden. Also hier ist nichts. Da ist ein Weg. Ah, hier können wir... Ah, ich ziehe Himmelsrand, ich sehe schon. Wir schwimmen jetzt nicht weiter, denn ich will ja nicht rausschwimmen. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu den Gefangenen, die da vielleicht noch rumstehen. Hey, Ralof, alle Penner. Irgendwo gibt es hier noch mehr von denen. Hier gibt es noch mehr von denen? Ja, dann folgt mir doch. Geht voran. Wir suchen das einfach mal. Ups. So, und ich schalte meine Ego-Perspektive. Ist in diesen engen Räumen vielleicht sinnvoller. Aber ich glaube, hier in dem Kerker gibt es keine mehr. Das haben wir jetzt alles abgesucht. Wir können ja auch nochmal... Warum schimmert denn das jetzt so geil hier? Wir können ja auch nochmal auf die Karte schauen. Ja, wie ich dachte. Wir haben das alles abgesucht. Da gibt es nichts mehr. Da geht es wieder zurück nach Himmelsrand. Und hier... Ach, andere Quest. Okay. Also weiter. Die Treppe wieder hoch. Was haben wir denn hier? Da geht's wieder raus. Da sind wir vorhin reingekommen. Irgendwie habe ich gerade eine zu eine Nase. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich so ein bisschen rumschnupfe. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Denn wir müssen sowieso wieder da raus, soweit ich das weiß. So, wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Ach, guck doch mal, da stehen die Jungs unten. Aber oben auf der Karte, oben auf meiner Anzeige, wieso sage ich immer Karte dazu, sehen wir einen neuen weiteren Pfeil. Und wir müssen nämlich jetzt da rein. Was auch immer das für ein Gebäude ist hier. Festung Neugrad. Wahrscheinlich das Hauptanwesen. Mal schauen, ob es da auch noch weitere Gefangene gibt. So, hier ist erstmal ziemlich leer. Und ganz, ganz viele Pfeile oben auf meiner Anzeige sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Ich stehe auf eurer Seite. Ja, Alter. Tut mir leid, dass ich dir den Kopf abgeschlagen habe. Es war nicht so gemeint. So, Nordmet nehmen wir mit. Amulett. Oh, das nehmen wir auch mit. Die Stahlpfeile. Jawohl. Ansonsten kann er alles behalten. So. Ich guck nochmal, ob es hier noch irgendwo Heiltränke gibt. Und da ist sogar schon einer. Sehr schön. Das ist gut. Die können wir früher oder später alle gebrauchen. Na komm her. So, der ist auch tot. Und was mir hier auffällt, weil in unserer Vampirfestung sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es ein bisschen was anderes zum Essen. Noch mehr Heiltränke. Sehr schön. Na komm. Komm, mein Kleiner. Komm runter.
Ich hab was für dich. Hallo, mach die mal kalt da oben jetzt hier. Die gehen auf den Keks, Jungs. Was sind die denn jetzt hier? Mann, Mann, Mann. Stellt sich heute wieder an, ey. Alles muss man selbst machen, ey. Ich wollte hier das durchsuchen. Hallo, bleib locker. Wo ein Heiltrank ist, da gibt es auch noch mehr Heiltränke. Aber es sieht doch nicht so aus. Zumindest nicht in diesem Zimmer. Haben wir hier noch Bücher, die wertvoll sind? Nee, haben wir nicht. Da hinten? Auch nicht, okay. Wert 15. Nehmen wir mal mit. Ah. Identifiziere den Kristallsplitter. Erkunde die Ruinen von Arkentanz. Das nehmen wir mal mit. Zum Ruhm des Kaiserreichs. Zum Ruhm des Kaiserreichs. Ich geb dir gleich Kaiserreich. Und ihr wollt ein Krieger sein? So, wo ist er denn jetzt hier, der alte Schreihals? So, da oben müsste es noch was geben. Mehrere sogar. Ja, ich glaube schon. Es gibt hier zwar keine Gefangenen mehr zu befreien, aber jede Menge. Ups. Entschuldigung, beinahe hätte ich Ralf schon wieder den Kopf abgeschlagen. Aber ich glaube, wir müssen hier die Jungs eliminieren. So, das war der Festungskommandant. Ein Taugenichts, wie er im Buche steht. Und da ist noch ein Heiltrank. Sehr schön. Schneebären. Nehmen wir auch mit. Alles mitnehmen. Das kostet ja nichts. Kaiserliches Sendeschreiben. Legat, wie befohlen, habe ich den Befehl über die Festung Neugrad übernommen. Die Truppenmoral ist schlecht und durch das andauernde Chaos in Helden sind unsere Nachschublinien gefährlich verwundbar. Der fahle Pass ist aufgrund von Lawine in den Bergen praktisch geschlossen. Wir brauchen mehr Unterstützung, sonst wird unsere Garnison keinen weiteren Angriff mehr standhalten. Ja, ob diese Nachricht mal nicht zu spät kam, denn ich habe sie gerade alle getötet. Beziehungsweise, ich bin gerade dabei, sie alle zu töten. So, jetzt schauen wir mal auf die Karte. Da vorne ist nämlich noch hier irgendwo ein Pfeil. Das heißt, da muss noch mindestens einer sein. Da steht er. Hör auf mit deinem Pfeil. Es nutzt doch eh nichts. Lass das sein. So, Ralof. Erstatte Ralof Bericht und dann rennt er weiter. Wo rennt er denn hin, der alte Saubangert? Naja, lass ihn mal rennen. Ich werde hier nochmal gucken, ob wir nicht doch was übersehen haben. Mich interessieren momentan vor allen Dingen diese Heiltränke. Habt ihr ja schon gemerkt. Nun, der geht wahrscheinlich wieder raus, oder? Ich werde ganz allein gegen die gesamte Armee antreten, wenn sie es wagt, mir hier gegenüberzutreten. Komm, geh weiter, Alter, und babbel mich nicht voll. Ich soll dir Bericht erstatten? Und dann ist er hier am Rumrennen wie so ein Dolle. Ja! So, da ist aber auch kein Heiltrank mehr. Bücher, die haben kaum Wert. Da ist noch ein Trank. Geringe Ausdauer. Alles mitnehmen. Was haben wir hier? Ein paar Schildchen. So, ist er jetzt rausgegangen? Ja. Und draußen werde ich ihm Bericht erstatten. Ich sehne mich danach, mit meinen Brüdern da draußen gegen das Kaiserreich zu kämpfen. Hey! Unblutiger. Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Halte die eure Geschichte. Ich will mir nicht von irgendeinem Elfenschnösel sagen lassen, welche Götter ich anbeten kann und welche nicht. Die Soldaten der Armee, wer mir So, die reden gerade alle durcheinander, ich blicke gar nicht durch. Aber wir haben diese Quest abgeschlossen und sollen uns nun wieder bei Ulfric Sturmmantel melden. Der wird diesmal sicherlich ganz stolz auf uns sein, denn diesmal sind wir nicht abgehauen. Es ging allerdings auch nicht wirklich schwer. Gut, wir können uns jetzt unsere neue Festung betrachten, die wir jetzt gerade in unser Besitz gebracht haben. Beziehungsweise nicht in unserem persönlichen Besitz, sondern im Besitz der Sturmmantel. Aber immerhin. So. Ach, hier ist die eine... Ja, keine Falltür. Hier ist diese eine Klappe, die in den Kerker geführt hat, wo wir vorhin rausgekommen sind. Ich will auch nochmal dahin gehen. Da ist doch auch noch was hier.
sieht sehr interessant aus. Keine Ahnung, was man hier machen kann. Wir haben diese Operation erfolgreich beendet und sollen jetzt, wie gesagt, zu Ulfric vorbeischauen. Das können wir machen. Wir können auch was anderes machen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir das machen. Und zwar in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Bis dann.